Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Prey. In der letzten Folge haben wir den Ehering von Kevin Haag wiedergeholt von seiner Frau Nicole. Und wir haben außerdem Price Broadway aus seinem Aalbecken befreit. Wer weiß, was der mit den Aalen da angestellt hat. Ich will es lieber gar nicht wissen. Und jetzt machen wir uns nach draußen mal wieder auf den Weg, um die Koralle zu scannen. Was immer das auch sein mag. Korallenknoten da und das Blackbox-Labor. Okay, dann würde ich sagen, haben wir noch irgendwo Korallenknoten? Ich glaube nicht, ne? Nee. Gut, dann mal kurz ein bisschen weiter zurück. Und dann Vollgas nach oben. So, na dann schauen wir mal, was wir diese Folge reißen können. In den letzten Folgen haben wir ordentlich Leute gefunden. Auch den ollen Josh Dalton, dessen Namen ich ständig vergessen habe. Aber hey, kein Wunder, wenn er sich auch so tief in den Guts versteckt. Soll er sich nicht wundern, wenn man ihn immer vergisst. So, da müssen wir hin. Irgendwie, irgendwo. Da. Ah ja. So, kleinen Moment, das Mauskabel verheddert sich gerade. So. So. So, mal gucken, wie wir es am besten hinkriegen. Ein Weber, ja. Können wir den noch scannen? Nein, können wir nicht. Ist auch nicht so schlimm. Den Korallenknoten sollen wir scannen, aber dafür brauchen wir den Weber nicht. Deshalb werden wir ihn gleich mal beseitigen. Bleib ruhig hier, verweil ein Weilchen. Jawohl. Ich werde meinen Schrott da mal einsammeln. Ach, du ahnst es nicht. So. Wo die Teile von dem Operator jetzt hin sind, das habe ich jetzt nicht sehen können. Aber ist auch nicht so schlimm. Einmal nachladen. Für die Gelegenheit nehmen wir den gleich mal aus. So. Operator-Teile. Wo sind sie denn? Da ist hier doch irgendwie eben welche geflogen. Aber wohin? Wohin? Ich mache mal. Nein, Licht wollte ich. Nein, du bist nicht der Operator. Korallenknoten. Ja, machen wir gleich. Aber ich finde die Teile des Operators nicht. Nicht auf die Schnelle jedenfalls. Ist wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Und gestern kam ein Update für Prey raus, was endlich diesen Inventar-Bug beseitigen soll. Ich meine, das wurde auch Zeit, aber es war ja nicht nur der einzelne Bug. Es ist ein großes Patch-Paket gewesen. Und, das ist da drunter. Und es behebt auch noch einige andere Fehler. Finde ich super. Also, Bethesda, Hut ab. Ihr kümmert euch. Wie immer. Man ist es eigentlich nicht anders gewohnt. Ah ja. Ah, noch einer. Okay. Na komm. Willst du nicht? Komm, dann schieße ich dich mal an. Na, war ein bisschen rot. Jetzt. Bam. Ich möchte auch nicht die ganze Munition der 9mm da reinknüppeln, aber scheinbar komme ich da nicht drum rum. Was mir aufgefallen ist, ich weiß, wo meine ganze Munition hin ist. Die habe ich versehentlich recycelt. Naja. So. Dankeschön.
Hier ist schon wieder irgendwo so ein Zystoiden-Nest, glaube ich. Da. Dafür nehmen wir den. Blub. Plätsch. Jawohl. Schön stillhalten. Halt immer still. Gut, dann nehmen wir den auch noch. Mist. So. Oh, diese Zystoiden, die sind so nervig. Wenigstens muss man bei denen nicht genau zielen. Das ist schon mal ein Vorteil. So. Bäh. Bäh. Gut. Wow. Das war toll. Noch mehr. Alter Falter. Gut, das hat mir nichts gebracht. Aber das. So. Anzug wurde beschädigt. Ja, ist ja nichts Neues. Aber sie sind so eklig. Und so nervig sind die auch. Vor allem ist ja nicht so, dass wir gerade so viel Munition übrig hätten. So, jetzt aber. Junge, sind die eklig. Menschliche Leiche. Ist ja schon mal sehr schön, aber... Was hat der Operator eben von sich gegeben? Weiß ich nicht. Ah ja. Was machst du denn? Kommen die alle her? Die nehme ich lieber. Ist es denn wahr? Ist ja nicht so, dass wir noch genug Schuss hätten, aber jetzt gehen wir erstmal auf den kurz los. Plätsch. So. So viel zu dem Weber. Und rein damit. Immer rein. Thank you.
Jawohl. Na, halt doch mal an. Ist ja unglaublich. Boah, bin ich gerade angespannt. So viele Zystoiden haben wir noch nie kämpfen müssen. Aha. Okay. Du willst auf die harte Tour? Du kriegst es auf die harte Tour. So. Gut. So. Dann hätten wir das schon mal. Endlich. Wir haben es ja. Weil wir auch so wahnsinnig viel Munition haben. Jetzt müssen wir hier wieder rein. Hier irgendwo war die Luke. Da unten. So, weg mit dir, Operator. Das untersuchen wir gleich. Korallenknoten. Naja, gut. Hier war aber noch ein Weber. Hier müssten auch noch Weberteile noch irgendwo rumfliegen. Da oben wahrscheinlich. Das könnten sie sein. Das sind sie. Gut. Dann wollen wir gleich mal den Korallenknoten mal scannen. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Faszinierend. Sie vereint die Psyche all ihrer Opfer in sich. Deine Vermutung war richtig. Sie besitzt eine Art Neuralstruktur. Überall synaptische Aktivität, als würde sie kommunizieren. Jetzt nur noch einer. Ich wusste, du schaffst das. Vater hat mich davor gewarnt, die Zukunft der Firma zu sehr auf deinen Ideen aufzubauen. Gut, dass ich nicht auf ihn gehört habe. Wir sind ein gutes Team morgen. Meinst du, der kann man es irgendwie vernichten? Das wäre schon, das wäre echt klasse. Nee, kann man nicht. Okay, schade. Gut, Supplies, Supplies, Supplies. Warum haben wir das vorher noch nicht gesehen gehabt? Ich weiß es nicht. Gucken natürlich gleich noch alle Gänge durch. Da oben ist ja noch eine Luke. Da gucken wir auch gleich noch rein. Oh ja, eine Neurobot. Sehr schön. Boah, ich dachte eben, was kommt denn da jetzt vor uns hoch? Dabei war das nur unser eigener Schatten. Boah. Leute, Leute, Leute. Hier soll noch irgendwo eine menschliche Leiche rumschwimmen. Wahrscheinlich da. Wahrscheinlich kennen wir die schon. Ah ja, gut, da sind wir reingekommen. Okay, gut, 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 gut. Dann können wir jetzt ja wieder... Moment, da ist noch eine menschliche Leiche. Das heißt, dass sie wahrscheinlich... von da aus zu erreichen ist. Dann wollen wir gleich mal hier durch. Ja, das können wir. Sehr schön. Ich weiß, das ist jetzt nicht das Ziel. Boah, sieht das hier aus, Alter. Leiche. Wer bist du denn? Mariana Arias. Arias, Mariana. Komisch. Hm.
Seltsam. Die haben wir schon gefunden und ausgenommen? Okay. Das ist gerade seltsam. Aber... okay. Scheinbar haben wir diesen Spalt hier gefunden. Ja, das Blackbox-Labor machen wir auch noch. Mehrere Ziele. Blackbox, okay, dann Korallen. Da waren wir doch gerade. Der andere Korallenknoten war, glaube ich, da oben. Nee, da oben. Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir mal wieder drumrum. Luftschleuse. Oder waren da zwei? Waren da zwei Korallenknoten? Weiß ich gerade nicht. Moment, wir müssen erstmal kurz ein Medipack schnabbeln und dazu würde ich auch noch gerne ein Anzugreparaturkit mal kurz kauen wollen. Oder zwei. So. Hat ein bisschen metallisch geschmeckt, aber hey. Wenn die Luft aus dem Anzug entweicht, dann sollte man nicht wählerisch sein. Da unten sind wir rein, oder? Nee, oder? Oder? Das sind unsere Pluppel. Da waren wir, genau da sind wir rein. Hier sind wir irgendwo rein, oder? Ich glaube ja. Oh, diese Orientierung im Raum, das ist... oh, das ist... oh. So, gucken wir mal so. Moment. Wir deaktivieren mal alle anderen Ziele. Dann ist es leichter. Dann ist es leichter, es zu finden. Mehr haben wir nicht mehr. Das ist ja toll. Ah ja, da hinten ist er. Ach, ach, ach. Na, ihr Schätzchens. Ja gut, das war jetzt nicht so schmerzhaft. Alles gut. Oh, der hat sich aber auch immer so mädchenhaft. So. Gucken, wie kommen wir jetzt da rein? Wo? Da. Hä? War doch eben noch woanders. Okay. Dann wieder zurück. Ach ja, natürlich da drin. Natürlich. Natürlich. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg da rein finden, aber ich glaube, da wo der ganze Gekrösel da rauskommt, da wird auch ein Eingang sein. Könnte ich mir vorstellen. Bäh. Oder auch nicht.
Korallenknoten. Hm. Okay, wie kommen wir da jetzt am besten rein? Oder ist das der? Ist das der, den wir schon gescannt haben? Glaube ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Oder kommen wir von da aus auch dahin? Wir schauen nochmal. Weil hier müsste doch irgendwo auch noch eine Luftschleuse irgendwo sein. Ist hier aber nicht. Von da kommen wir wahrscheinlich. Von da müssen wir wahrscheinlich hier irgendwo vielleicht sogar rein. Ja, da müssen wir rein. Oder waren wir hier schon drin? Hier waren wir schon. Hier waren wir doch schon. Oder ist das tatsächlich... Ist das tatsächlich auch hier drin? Korallenknoten, 42 Meter ist... Kann man hier noch irgendwie hoch? Nee. Oder hier vielleicht noch? 22 Meter, von daher, das muss hier noch drin sein. Das muss noch hier drin sein. Okay, wie schön. Dann können wir jetzt scannen. Ui. Unternehmen Sie was, die Nachbildung destabilisiert sich. Sie lügen dich an. Beeilung. Forschung abgeschlossen. Exzellente Arbeit. Jetzt müssen nur noch die Daten integriert werden, nachdem du sie hochgeladen hast. Nur anhand der Scan-Daten schwer zu sagen, aber... Warte. Was ist? Da ist eine Art... neuraler Stolperdraht in der Koralle. Mhm. Verdammt! Morgen, komm zurück ins Büro. Wir müssen sofort deine Daten hochladen. Schnell! Hm. Okay. Tümmel. So, gut, dann wollen wir mal ganz schnell ins Büro hochflitzen, auch wenn ich nicht mit Alex übereinstimme. Diese Daten, die werden wir nicht brauchen. Denn Alex will immer weiter die Typhon erforschen. Und das können wir eigentlich nicht zulassen. Rein. Alter. Wie die sich hier ausbreiten, ey. Alter Falter. Ah ja, hier ist noch ein Zugang. Gut. Natürlich. Mit Zystoiden natürlich direkt davor. Vor allem direkt davor. Gleich zwei. Nein, mal nicht zu schnell. Plumps. Plumps. Gut. Gut, gut. Ah ja. Nett, dass ihr euch gleich auf den Weg zu mir macht. Kommt zu Mama. Der vorletzte Schuss hat gesessen. Super. Machen wir gleich mal wieder rein.
am Terminal. Ab ins Arboretum. Ja, da wollen wir jetzt rein. Ja Mensch, das ist ja super, dass wir langsam mal Questen alle beenden und abschließen können. Das finde ich so klasse, nachdem wir folgenweise die Quests gesammelt haben, dass wir jetzt auch einige abarbeiten können. Finde ich toll. An meinem Terminal kannst du die Daten hochladen. Mhm. Ich werde sie so schnell wie möglich in den Fabrikatorplan für das neue Nullwellengerät integrieren. Und sei vorsichtig. Die Typhon werden bemerken, dass wir die Koralle zerstören wollen. Mhm. Sie werden dich jagen. Auf meinem Schreibtisch findest du etwas, das dir helfen sollte. Mhm. Na, schauen wir mal. Wenn wir jetzt gejagt werden. Hier, kannst du mir mal eine kleben, bitte? Inspektion läuft. Ihr Anzug ist undicht. Ja, ja. Ich merke das schon. Abgeschlossen. Danke. Vielen, vielen Dank. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, toll. Typhon-Köder, klasse. Super. Mensch, ist das hilfreich. Drei Neuromods, okay, die werden uns helfen. Ja, den Fabrikatorplan haben wir schon dafür. Den haben wir schon, ja. Wie sieht's hier aus? Neue E-Mails. Nein, haben wir nicht. Aber wir können jetzt die Daten hochladen. Commander Walter Dahl. Der Transtar-Vorstand hat mich ermächtigt, die Kontrolle über die Talos 1 zu übernehmen. Mit sofortiger Wirkung. Alle Mitarbeiter haben sich umgehend beim Shuttle-Dock zur Evakuierung einzufinden. Wer diesem Aufruf nicht nachkommen kann, sendet bitte ein SOS-Signal. Dann werden meine Rettungsoperator sie finden. Aha. Eine Sache noch. Alex und Morgan Yu sind ihres Amtes enthoben. Boah. Ab sofort darf niemand ihre Anweisungen befolgen, noch ihnen irgendeine Art von Hilfestellung leisten. Dallover? Ah ja. Mit der Operator. Toll. Lass doch mal sein, du. Ausgesperrt. Das ist Dahl. Er hat bereits alle wichtigen Systeme. Moment. Bevor es uns gleich wieder dreckig geht. Der Talos 1 unter Kontrolle. Moment. Jetzt aber. Ich muss zugeben, unsere Eltern haben mich enttäuscht. Ich wusste, sie haben eine Geheimwaffe. Aber ein kleiner, naiver Teil in mir hat geglaubt, sie würden sie nicht gegen ihr eigenes Fleisch und Blut einsetzen. Mhm. Wir werden diese Korallendaten nicht durchkriegen, wenn wir nichts unternehmen. Es gefällt mir zwar nicht, aber du musst irgendwie in sein Kommandoshuttle gelangen, seinen Zugangspunkt finden und seine Verbindung kappen. Na schick, der Ripoman. Tja. Ich weiß nicht. Das ist mir irgendwie zuwider. Alice versteckt sich, bis Dahl und sein Techniker ausgeschaltet sind. Ja. Winternachtslieder, eine klassische Gedichtsammlung der Tang-Dynastie. Ich glaube, ja, sowas haben wir schon mal gesehen. Aber schön wird das, was nochmal sehen konnten. Das finde ich toll. Ach, bimmelimmelim. Morgen. Ja? Dahl wird wissen, dass sie kommen. Das Transtar-Personal ist mit Tracking-Armbändern ausgestattet. Mhm. Seine Operator sind zweifelsohne schon unterwegs, um sie zu retten. Die Armbänder werden in der Datenzentrale angelegt und entfernt. Mhm. Untersuchen Sie das, falls Sie unentdeckt bleiben möchten. Mhm. Auf Dahls Spur. Neues Ziel, jawohl. Deaktiviere dein Tracking-Armband, das machen wir. In der Datenzentrale. Da weiß ich ja noch einigermaßen, wie ich da hinkomme.
weil wir aus der Richtung da gerade kamen, dürfte das eigentlich eher weniger ein Problem werden. Hallo. Tschüss. So. So. Gut, dann wollen wir mal in die Datenzentrale. Und dann schauen wir mal. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das nimmt hier Form an. Das. Uiuiui. Das ist echt Hammer. Hammer, Hammer. So, jetzt wollen wir erstmal unser Tracking-Armband mal deaktivieren. Operator-Einsatz fortsetzen. Oh, oh. Morgan, ich habe die Ankündigung gehört. Nein, nein, ich gebe sie nicht auf. Sie waren für mich da und ich bin für Sie da. Wenn Sie so nett wären, hätte ich einen Vorschlag, der uns... Ja, wenn der eine quatscht und einen dann auch noch ein Poltergeist noch angreift. Nee, ist es ein Poltergeist? Ist ein Poltergeist, ja. Ohne weiteres Blutvergießen von der Talos 1 wegbringt, tun Sie Dahl einfach nichts an, bevor wir ihn persönlich sprechen können. Beantrage neuen Operator. So. NCN 9 Blackbox Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. So. Jetzt haben wir keine Munition mehr. Toll. Gehackt von Casper. Okay. Aber wir können es nicht mehr verwenden. Beantragen neuen Operator. Uiuiui, jetzt müssen wir aber hier mal uns gleich mal verstecken. NCN9 Blackbox Operator bereit zum Einsatz. Oh, bitte ja. Machen Sie den Uiuiuiui.